Servus Leute und willkommen zurück zu Star Trek Elite Force. So, ich bin jetzt mal kurz durch diesen neuen Bereich durchgegangen, dass wir die Ladezeiten einfach nicht drin haben. Und dann machen wir mal weiter mit unserer Geheimoperation. Saboteure, was? Warum haben sie unsere Energie umgeleitet? Haben wir nicht. In unserer gesamten Sektion ist die Notbeleuchtung an. Bah, viel besser. Nun müssen sie sich nicht mehr gegenseitig in ihre widerwärtigen Gesichter schauen. Wir gehen nicht, bis der Sektor wieder mit Energie versorgt ist. Dieser Patach muss halluzinieren. Richtig. Ich weiß, was das Wort bedeutet. Und was werden sie jetzt tun? Wir sind 2-1 überlegen. Moment, nee. Man braucht 20 Malonen, um einen klingonischen Krieger zu ersetzen. Wir sind euch 2-1 überlegen. Das wären 10 gegen einen Klingonen-Vibe. Da! Stopp! Die könnten die Wahrheit sagen. Die sind dumm, die sind so dumm. Wir gehen nicht, bis wir wieder Energie haben. Naja, okay. So, Leute. Wir haben es bisher eigentlich ganz gut durchgeschafft. Ich wurde zwar einmal entdeckt, aber ja gut, einmal ist keinmal. Wir haben ja abgespeichert und da konnte ich das Ganze schnell nochmal wiederholen. So, wir haben unser letztes Isodesium gesammelt. Und gehen mal weiter in die Malonensektion. Brauchen wir nicht, wir haben nicht geschossen. Monroe und Foster, ich habe die letzte Isodesium-Probe. Ich bin auf dem Weg zurück. Warten Sie, Monroe. Odell hat sich noch nicht gemeldet. Wir bekommen keine Antwort von ihm. Können Sie das überprüfen? Ja, ich bin direkt am Eingang zur Sektion der Malonen. Gut, versuchen Sie ihn zu finden, aber passen Sie auf. Monroe und Ken, es gibt am Malonen-Eingang eine Sicherheitstür. Alles klar, ich versuche sie von hier aus zu deaktivieren. Ja, wir haben ja vorhin irgendwas gehört, der hat ja eine total hektische Nachricht abgelassen, von wegen Knochen und man würde ihm folgen und keine Ahnung was. Mal schauen, was da los ist bei dem lieben Kollegen. Ja, diese Aufnahme mache ich jetzt, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal, wenn ich mich nicht irre. Deswegen weiß ich auch, dass da diese blöden Viecher sind. Einmal, oder beim ersten Mal, habe ich vergessen, den Ton zu aktivieren. Ja, das war richtig ärgerlich. Beim zweiten Mal ist meine Tochter aufgewacht und wollte ein bisschen Milch haben. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht noch einmal. Ich habe keinen Bock, das Ding immer wieder und immer wieder neu zu machen. Habe ich echt keine Lust zu. Okay. Aber gut, ich hoffe, das kriegen wir jetzt mal hin. Wir schleichen uns hier immer noch durch den Malone-Eingang. Wie gesagt, wir wollen weiterhin unentdeckt bleiben. Und hier kommt jetzt eigentlich ein recht lustiger Part. Ja, ist ziemlich einfach hier. Wir gehen einfach hier rum. Da haben wir hier so, bleibt mal gedeckt. So einen netten Kontrollschalter. Den drücken wir mal. Die müssen wieder blockiert worden sein. Geht ja, hier runter und prüfen das. Ja, geht runter, Jungs. Prüft es mal. Los, komm. Es müssen natürlich alle drei runtergehen, ne? Und das prüfen. Einer reicht nicht. Sehen Sie das Problem? Noch nicht. Vielleicht ist einer dieser Parasiten hineingelangt. Jo. Suchen Sie weiter. Wenn wir diese Pumpen nicht zum Laufen bringen, können wir die Kammer im Falle einer Überflutung nicht leeren. Ach, das wäre natürlich ganz ungeschickt, ne? Und ja, wäre jetzt halt blöd, wenn die Kammer hier vollläuft. Naja. Lassen wir mal die Pumpen rückwärts laufen. Und so wird man drei Gegner auf einmal los. Okay. Machen wir mal weiter. So, in der Kammer waren wir ja vorhin. Die haben jetzt gerade eben geflutet. Da sind wir ja noch hier die Rampe hoch. Diese Tür hier war verschlossen. Und jetzt können wir auf die andere Seite hüpfen. Boah, ich hoffe, ich fall da nicht rein, hä? Okay. So weit, so gut. Schon wieder ein neuer Bereich. Das ging ja zackig. Teil 2. Okay. Ich glaube nicht, dass sie kommen. Diese dummen paranoiden Hirogen, sie schließen alle ihre Türen ab. Wie sollen wir es ihnen dann sagen? Abschuss. Ich glaube, sie möchten nicht, dass irgendjemand ihre Versorgung stiehlt. Das waren wir nicht. Nun, warten wir einfach ab, ob sie kommen. Ja.
Wir hätten die Möglichkeit gehabt, die zwei abzuknallen und naja, aber wir wollen uns, wie gesagt, weiterhin durchschleichen. Bis auf das eine Mal ist es uns ja wirklich super gelungen. Und das würde ich eigentlich ganz gern noch beibehalten. Oh ja, schieß mich doch an mit deiner spuckenden Scheiße da. Du Volldepp. Ah, wo geht's? Ich glaube hier oben. Ja, hier oben müsste es. Wow. Müsste es eigentlich weitergehen. Da haben wir noch Waffenenergie, falls wir die benötigen. Lebensenergie, ja, da könnten wir etwas gebrauchen. Ja, genau. Oh, was war denn das hier? Waren das diese komischen Viecher, wo hier überall rumkriechen? Diese Schnecken da? Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt kommen wir in den heroischen Bereich. Ja, richtig. Jetzt kommen wir in den heroischen Bereich. Wo ist Alpha? Ja. Er ist auf der Jagd. Ein bisschen frische Beute, glaube ich. Zum heroischen Bereich ist Folgendes zu sagen. Hier ist nichts mit Durchschleichen. Wir müssen uns hier durchballern. Das Problem ist einfach, wenn wir durch diese Tür gehen, hier steht einer und hier steht einer. Sobald die Tür aufgeht, sieht er uns. Quatsch, Quatsch. Wir machen es aber auf die schnelle Art. Ja. Ups. Oh, hier bin ich. Ah ja, da kommen wir wieder hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, da bin ich noch nie lang gelaufen. Kann man doch Waffenenergie aufladen? Da war doch vorhin irgendwo ein Terminal, wo man das machen konnte. Ich muss mal ein bisschen Gas geben hier. Das ist noch relativ. Ja, da liegt noch relativ viel vor uns. Und ich würde es eigentlich ganz gern in zwei Parts abarbeiten, diese Mission. Deswegen rennen wir hier einfach mal ein bisschen rum. Na komm, da war doch noch. Da komm, mein Lieber, komm raus zum Spielen. Hab ich denn schon? Ja, scheint so. Jagdwaffen der Heroischen. Verdammte Scheiße, die sind größer als die Heroischen. Ja. Das konnte man früher, so im Jahr 2000, noch nicht anders darstellen. Oh, da haben wir unseren Kollegen Odell. Odell! Ja, Sir. Ich kam in einen Hinterhalt. Waffen. Kommunikator. Genommen. Sie nicht gesehen. Sparen Sie sich Ihre Kraft, Tom. Ich beame Sie hier raus. Monroe an Foster. Ich habe Odell gefunden. Er ist ziemlich verletzt. Ich beame ihn mit seinem Isodesium zurück zum Extraktionspunkt. Verstanden, Foster Ende. Monroe, warten. Ich muss noch eine weitere Probe von dem Isodesium nehmen. Keine Sorge, Tom. Ich hole es. Seien Sie vorsichtig. Hinterhalt. Das sagst du mir jetzt so einfach, hm? Okay, finden Sie Odells letzte Isodesiumprobe. Na dann, los geht's. Schiebt der Kisten hin und her. Okay, mit dem Schleichpart ist es hier sowieso vorbei. Von daher können wir den auch gleich erledigen. Oh. Entschuldigung. Ups. Wie klug das jetzt war, weiß ich noch nicht. Also ich meine, die komplette Energie vom Kompressionsgewehr aufzubrauchen. Genau deswegen. Ja, ich sterbe. Ich mag etwas bezweifeln, dass ein Phaser so eine Reichweite hat. Das
glaube ich irgendwie nicht, aber gut. Das können wir hier voll ausnutzen und das machen wir auch. Monroe und Foster, ich habe das letzte Stück Isodesium gefunden. Zwischen uns liegt eine riesige Fläche. Es gibt eine Art Kransystem, aber der Kontrollraum liegt auf der anderen Seite. Warten Sie einen Moment, Alex. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind. Ich bin gerade da gewesen. Moment. Ha, okay, ich bin da. Ja, Tatsache. Oh, da oben ist eine Waffenenergie. Die müssen wir uns nachher mal holen. Und Telsia wird gefangen. Na super. Alles richtig gemacht. Was ist da unten los? Ich habe Phaserschüsse gehört. Telsia ist gefangen genommen worden. Ich muss sie retten. Verdammt. Okay, Monroe, aber seien Sie auf der Hut. Wir können es uns nicht leisten, noch jemanden zu verlieren. Wenn Sie sie nicht retten können, kommen Sie sofort zurück. Keine Sorge, Sir. Ich werde sie retten. Monroe, Ende. Finden Sie und als letzte Isodesium-Probe. Gut, da sind wir noch dran. Finden und retten Sie Telsia. Okay, die nette Telsia hat ja diesen Fahrstuhl hier in Bewegung gesetzt. Auf den wir wunderbar... Ja, da wäre es mir fast schon wieder passiert. Ich bin schon mal in diese blöde Schlucht hier reingefallen. Da oben ist es. Okay. Tja. Die wissen schon, wozu das Isodesium ist. Die betreiben... Die holen sich da schon Energie. So, hier oben sind noch zwei kleine Geheimnisse, sag ich mal. Und zwar zu einem... Ja, wenn man es braucht, so wie ich jetzt gerade zum Beispiel, ein Lebensenergie-Terminal. Und zum anderen können wir das Gitter hier zuschießen. Und das ist ja der Kontrollraum, in dem Tails hier drin war. Da war das Waffenenergie-Terminal. Da können wir auch ein bisschen aufladen, das Kompressionsgewehr. Entschuldigung. Okay. Dieses lustige Zeichen. Ja, die Hardcore-Trackies werden das auf jeden Fall erkennen, aber für die da nicht so viel mit zu tun haben. In der klassischen Folge von Star Trek gibt es ein Paralleluniversum, das irgendwie ein Portal geschaffen hat, um in das Normale, was man so kennt, ja, in das Normale reinkommt, und da gibt es eben auch eine Föderation. Nur ist diese böse und die Klingonen sind in der Dimension gut. Also gerade umgekehrt, wie es hier der Fall ist. Und da war eben auch dieses Zeichen von denen. Das Schwert durch die Erde. Okay, die Jungs schlafen. Und Mädels, da habe ich doch gerade... Nö. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade ein Mädel gesehen. Okay. Wahrscheinlich halluziniere ich. Von diesen roten Kästler sollte man, wenn man sich durchballert, auf jeden Fall die Leute fernhalten. Weil wenn die da drauf drücken, ja, da ist doch ein Mail, Halleluja. Da kommt so viel Verstärkung rein, dass man stirbt so oder so. Es hört einfach nicht auf. Ein tückischer Bereich nach dem anderen. Hier ganz wichtig, rechts gehen. Weil hier liegt diese Tür, und egal, ob man hier seitlich drüber geht oder ja, oder drüber springt, das Ding kracht zusammen. Die zwei da vorne, die gerade das 3D-Schach spielen, was man aus Star Trek so kennt, werden alarmiert, gehen nachschauen und wir werden mal wieder entdeckt. Das wollen wir nicht. Ist hier was? Aus diesem Grund machen wir es ganz einfach. Wir locken sie an. Und zwar gehen wir hier hin. Was war das? Hört sich an wie die kaputten Türen dort drüben. Jo. Ich weiß nicht. Ich denke, wir überprüfen das besser. Ja, die gehen das jetzt überprüfen. Und wir können in aller Seelenruhe hier außen rum gehen. Seht ihr?
macht mega Lärm. Faulen Techniker endlich dieses Ding reparieren. Das ist, ja, das ist schon seit Monaten so. Wenn ich hier der Boss wäre, bliebe Spider eine Woche lang in der Agoniezelle. Nun, dann treten wir sie auf. Ja, schön. So, essen. Hey, los jetzt. Holen wir uns endlich Futter. Ja, holt euch Futter, dass wir hier in Ruhe arbeiten können. Heiland. War hier was? Naja, nochmal Waffen. Sehr nice. Können wir jetzt auch voll machen. Sind jetzt weg. Na, komm, komm, komm. Gib mal ein bisschen Gas, Jungs, nicht so lahmarschig. Vielen Dank. Ja, das ist dieses. Wie im Knast. Das ist dieses berühmte 3D-Schach aus Star Trek. Okay, da haben wir ein Terminal. Das öffnet uns die Tür zum nächsten Bereich. Cool. Zum nächsten Bereich. Oh fuck. Naja, vielleicht hätte ich den Phaser benutzen sollen. Wäre, glaube ich, etwas klüger gewesen. Naja, zu spät. Jetzt muss ich erstmal. Ah ja, okay. Das sagt mir auch was. Ich musste erstmal überlegen, wo wir genau sind. Das ist der Hey Spider, lass die Überkreuzung noch in Ruhe, sonst geht der Konverter in die Luft. Ja, ja, Chris. Ich habe es unter Kontrolle. Nur noch ein paar Sekunden. Also haben Sie diese Frau beim Versuch, unser Isodesium zu stehlen, gefangen. Sie hatte eine ganze Tasche voll davon. Was? Woher kam sie denn? Niemand weiß das. Aber Doc Creech hat sie unten auf der Krankenstation für ein paar Fragen. Okay, alles klar hier. Super! Los, Ram. Gehen wir zurück zu dem Konverter, den uns die Knitterköpfe gegeben haben. Wen meint ihr jetzt als Knitterköpfe? Hey Spider, wenn du uns für irgendetwas brauchst, brüll einfach. Ja, ja. Ja, ja. An dieser Stelle ist ganz wichtig zu sagen, nicht die Treppe runtergehen. Nein, 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 auf keinen Fall. Nicht runtergehen. Erstmal abwarten. Denn wenn wir jetzt runtergehen, laufen wir ihn direkt in die Arme. Das wollen wir nicht. Jupp. So. Man hört Schritte. Jetzt können. Ja, richtig. Wir werden dann eben voll in die Arme gelaufen. Okay, da hoch müssen wir. Müssten wir nicht unbedingt jetzt machen, aber ich finde es einfach lustig. Wir drücken diese Konsole, verstecken uns. Und der Kerl, der denkt, er hätte irgendwas am Arsch gemacht und haut ab, der Trottel. Jetzt kommt er mit Sicherheit in die Arrestzelle. War wohl nix. Nein, aber ich weiß auch nicht, wenn man das nicht drückt, ob man dann hier durch kann. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. So Leute, wir müssen wieder mal das Gas geben. Wir haben noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Und sind noch lang nicht am Ende. Hat's mich doch erwischt, das Drecksvieh. Wow, wie viele sind's denn? Mal fressen die das halbe Schiff hier auf, oder was? Okay, dann wird's eben auch eine etwas überlange Folge. Aber ihr wolltet's ja nicht anders. So, Moment. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit patrouillieren müssen. Ja, weil ich hier bin. Es sieht nicht so aus, als ob die Malonen zurückkämen. Nach allem, was wir das letzte Mal mit ihnen gemacht haben. Es sind nicht die Malonen, über die ihr sich der Captain Sorgen macht. Es sind diese verdammten Ihr wart Klingonen. Einfach nur böse. Mhm. Zu den armen Malonen. Okay. Nächster Bereich. Nächster schwieriger Punkt. Wegbleiben von der Tür. Wenn wir zu nah dran sind, geht sie auf. Und da kommt eine Patrouille. Und von vorne kommt auch nochmal eine. Irgendwelche Berichte?
Ja, ich langweile mich zu Tode. Einfach die Augen aufhalten, okay? Ja, ja, was auch immer. Ihr Goldhemden seid so faul. Ja, ihr in den roten Hemden glaubt auch, euch gehöre das Schiff. Passen Sie auf, was Sie sagen. Pass auf, was hinter dir geschieht. Hey! Die haben sich ganz arg lieb. Schnell rein hier. Da drüben steht noch so ein Kollege, aber nicht mehr lange. Einfach mal die Konsole explodieren lassen und dann ist es schon gut. Okay. Wir tasten uns hier mal ganz vorsichtig ran. Haben wir es noch gut durchgeschafft. Mann, Rowan Foster, ich weiß, wo Telsia festgehalten wird. Aber die Gegend wimmelt nur so von Scavengern. Es ist für mich unmöglich, sie zu holen. Riskieren Sie nicht die Mission, Monroe. Wenn Sie in einer ausweglosen Situation sind, werden Sie wahrscheinlich abbrechen müssen. Telsia wusste, worauf sie sich eingelassen hat. Sie würde nicht wollen, dass Sie umkommen in einer hoffnungslosen... Warten Sie einen Moment. Ich habe eine Idee. Monroe, Ende. Ich hoffe, ihr habt es gut gehört. Ich habe nämlich nichts verstanden von dem, was Foster da gesagt hat. Aber man kann es ja immerhin lesen. Das geht ja auch. Deswegen haben wir ja die Untertitel aktiviert. Okay, nice. Als Scavenger verkleidet. Natürlich mit dem Scavenger-Gewehr. Mal gucken, ob das so funktioniert. So, hier geht's weiter. So. Alter. Was ist das denn für ein Gruß, bitte? Heilandsack. Die gehen ab hier. Die sind nicht mehr feierlich. Naja, gut. Wie gesagt, ein bisschen Gas geben. Und dann passt das Ganze schon. No Earth. Was habt ihr mit der gemacht? Kaputt gemacht oder was? Servus. Ich dich auch. Aber ich muss weiter, tut mir leid, ich habe keine Zeit zum hier mit dir rumquatschen und Spessel. Kreuz. Deswegen ein Kreuz, okay. Da haben wir sie, die Krankenstation. Okay. Sieh da, diese Gefangene ist ein bisschen stur. Bringen Sie mir das Veritrax 12 aus dem Labor. Es ist das blaue Hypospray. Das Veritax 12. Mach ich. Da ist das Labor. Veritax 12, Wahrheitsserum. Das wäre jetzt selten dämlich, wenn wir dem jetzt ein Wahrheitsserum bringen und der Stealth hier verabreichen. Deswegen nehmen wir ein Beruhigungsmittel und geben es dem Doktor natürlich. Hallo, Herr Doktor. Gute Nacht, Herr Doktor. Ich bin es, Alex. Gott sei Dank. Können Sie die Fesseln lösen? Der einzige Weg zurück zum Extraktionspunkt führt durch das Kontrollzentrum. Und das ist bestimmt bewacht. Bestimmt. Okay, dann müssen Sie so tun, als ob Sie meine Gefangene wären. Oh Mann, na klar. Bro, bitte, das ist der älteste Trick der Welt. Bessere Vorschläge? Okay, okay. Hier, folgen Sie mir. Boah, Leute, ich muss die Videos unbedingt kürzer machen. Wir sind hier schon wieder bei 23 Minuten. Das ist doch der Hammer. Da will doch keiner so lang... Da will doch keiner so lang zuschauen. Aber für euch zieh ich es jetzt mal durch. Vier von Ihnen, aufgepasst. Ja, ich sehe es. Das wird die letzte Mission mit dieser Länge sein. Das kann ich euch versprechen. Wo bringen Sie sie hin? Geht dich nix an. Sie ist meine Gefangene. Warum haben Sie sie hierhin gebracht? Es geht dich ein Scheiß an. Moment, wer sind Sie? Männer, nehmen Sie sie beide fest. Oh oh. Oh ja. Na,
die Struktur. Ah ja, jetzt. Ah, wohl. Ah, die Tussi. Hm, die hat's überlebt, die gute Frau. Okay. Wie gesagt, wir geben jetzt einfach ein bisschen Gas, dass wir hier vorwärts kommen. Komm, geh auf, du blöde Tür. Boah, schon wieder. Immer diese Dialoge. Ich glaube nicht, dass ihr Gefangenentrick dieses Mal funktioniert. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Nein. Ich habe Ihnen gesagt, dass das der älteste Trick der Welt ist. Ist das der einzige Weg zurück? Der einzige. Ah ja, da kann man sicher hinten vorbeischleichen. Ich gehe dorthin und lenke Sie ab. Sie dürften mich mit dieser Verkleidung nicht erkennen. Zumindest nicht sofort. Während Sie abgelenkt sind, stehlen Sie sich raus. Nehmen Sie alles an Isodesium mit. Aber was, wenn Sie erkennen, dass Sie keiner von Ihnen sind? Sind Sie sicher? Ich komme schon klar, ganz sicher. Hey, Monroe. Der letzte dort ist ein denebianischer Schleimteufel. Na super. Du hast einen Vorsprung, das zählt nicht. Hey, was machen Sie hier? Der Captain hat mich heruntergeschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Wirklich? Ich habe nichts vom Captain hierüber gehört. Oh, ja, die Kommunikation ist ausgefallen. Er hat mich heruntergeschickt, um es persönlich zu berichten. Uns was zu erzählen. Dass ich komme? Ich glaube nicht, dass ich Sie schon mal gesehen habe. Wer... Alle Mann, Alarmstufe Rot. Ein Eindringling ist als einer von uns verkleidet. Mit einer Frau. Sie haben den Captain getötet. Puh. Sie sind auf jeden Fall festzunehmen. Gut, dass ich keine Frau dabei habe. Tötet ihn! Na, geholfen hat's aber auch nicht. Sterben Sie. Ich sterbe. War wohl nichts mit dem Sterben. Hat nicht ganz so funktioniert, wie die es wollten. So, dann hätten wir das auch geschafft. Und machen uns auf zur letzten Etappe dieser, ich würde mal sagen, nicht ganz einfachen Mission. Also wenn man es wirklich mit Schleichen macht, dann ist es wirklich, ja, nicht leicht, sage ich mal. Der Jäger. Wer ist da? Irgendwie mag ich den. Ich bin der Jäger. Sie sind meine Beute. Wow, wow, warten Sie mal. Ich habe Sie verfolgt, seit Sie in unser Jagdgebiet eingedrungen sind. Ihre Leistung war beispielhaft. Beispielhaft. Eine herausfordernde Beute sein. Hören Sie, das ist völlig unnötig. Können wir nicht einfach... Ja, genau das ist nämlich der Unterschied. Wenn man sich durch das ganze Level ballert. Oder wenn man sich durchschleicht. Wenn man sich durchballert, heißt es einfach nur, ja, keine Ahnung was, ich hab's nicht mehr im Kopf. Und eben wenn man sich durchschleicht und alles Isodesium einsammelt und, dann heißt es eben, sie sind, oder Leistung war beispielhaft und hervorragende Beute, tralala. Und das ist der einzigste von mir bemerkte Unterschied zwischen Durchballern und Durchschleichen. So, ich wende hier jetzt einen kleinen Trick an, da rennt er die ganze Zeit rum, kann uns nicht treffen. Ja, wie gesagt, ich möchte es hier gern schnell zu Ende bringen. Aber ich meine, einfach mal um den Trick gesehen zu haben, ist es auch gar nicht so schlecht. Also gerade hinter der ersten runterspringen, hinter der ersten Kiste verstecken. Mit E und D rauslehnen und man kann den schön mit dem schön beschießen. So. So, und da haben wir ihn auch schon erledigt. Sie sind der Sieger. Halten Sie still, ich hole einen Sanitäter. Nein, Sie sind der Sieger. Möge Ihre Jagd Ihnen große Ehre bringen. Na, jetzt kriegen wir das geile Gewehr. Ich finde das Ding so hammer. Was ist da drin los? Oh oh. Machen Sie die Tür auf! Klar, den Lärm hören die, weißt du? Wer ist da drin? Und als das Ding da vorhin runtergekracht ist, das haben die Idioten nicht gehört. Na wunderbar. Sie, fällen Sie die Gehen Tür. Sie zurück zum Extraktionspunkt. Nice, das machen wir jetzt auch. Ups, sorry. Fuck, falscher Feuermodus. Okay, alles was wir uns hier erschlichen haben, dürfen wir uns jetzt zurückballern. Ist das nicht nett?
da kriegt man doch was fürs Durchschleichen, oder? Ich find's scheiße. Zuerst warst du nett und hast die ganze Klingonen-Food am Leben gelassen, um die jetzt gerade alle wieder zu erledigen. Ist das geil. Kommt da noch was? Oder war es das? Ne, ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, relativ. Ja, genau. Ich fand's lustig. Oh, hat's wehgetan. Das ist so geil, die Dinger. Die prallen ab wie Flummis. Ups. Tja, denkst du, ich hätte dich vergessen, mein Lieber? Denkst du das etwa? Hä? Du Penner. Okay, damit wären wir auch schon durch. Das haben wir ganz gut hinbekommen, würde ich mal sagen. Alles klar, Leute, das war's. Raus hier. Aktivieren Sie die Mustervergrößerer. Ich habe das Isodesium. Oh, shit. Oh, shit. Ja, klar, und angepasst haben sie sich auch. Und Foster wird assimiliert. Na toll. Und das Isodesium ist weg. Also perfekt gelaufen, Jungs. Super. Oh nein. Echt toll. Oh mein Gott. Er ist tot. Monroe an Voyager. 4 zum Zurückbeamen. Beschissen gelaufen. Aber ich glaube, Ken können wir gar nicht retten. Soweit ich weiß, kann man die meisten Crewmitglieder retten, aber Ken glaube ich nicht. Das ist eine Zwischensequenz. Wo ist Lieutenant Foster? Könnten Sie mir erklären, was genau geschehen ist? Es waren die Borg, Sir. Als wir die Mustervergrößerer aktiviert haben, müssten Sie sich hereingebeamt haben. Sie haben Foster und das Isodesium. Sie haben uns überrascht. Sie kamen rein und gingen wieder, bevor wir überhaupt reagieren konnten. Miss Murphy, Sie können wegtreten. Hätten Sie nicht verhindern können, dass die Bob das Isodesium mitnahm? Sir, ich wollte es nicht riskieren, Foster zu treffen. Dieses Risiko hätten Sie auf sich nehmen müssen, Mr. Monroe. Was? Es gibt da etwas, was man akzeptable Verluste nennt. Wenn Sie gefeuert hätten, hätten die Borg jetzt möglicherweise nicht das Isodesium, das wir brauchen. Und Foster könnte tot sein. Wahrscheinlich. Aber Ihre emotionale Entscheidung hätte der gesamten Crew das Leben kosten können. Vielleicht könnten Sie beim nächsten Mal daran denken. Ja, wenn du vor der Flinte stehst, du Arsch, ich werde Sie dann denke ich dran. Okay. So, Leute. Warten Sie auf Tuvok, der Sie rufen wird. Kümmern Sie sich in der Zwischenzeit um Ihre Teamkameraden. Okay, da wir aber schon extremst überzogen haben, danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.